So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Thema heute leider schon wieder Ausrüstung, weil ich kann das super zwischendurch machen. Es braucht halt wenig Ressourcen für mich bei der Herstellung. Ich arbeite auch an was Besserem, wartet noch ein bisschen, dann kommt auch wieder was Besseres, versprochen. Dann mein T-Shirt, das ist ein altes Asta-Shirt aus meiner Zeit im Asta. Das ist der allgemeine studentische Ausschuss, den hat jede Universität, der sich halt um von Studenten für Studenten, um studentische Angelegenheiten in Forschung und Lehre und so weiter und am Uni-Alltag und so weiter und so fort kümmert. Ja, und da hatten wir halt eben dieses Ding, die TUM-Technische Universität München, und das fanden wir lustig. TUM wie Brot? Fragezeichen. Das T-Shirt ist noch gut, ich zieh's an. Punkt. So. Und drittens zum Thema, ich habe mir ein Billigzelt gekauft, weil ich unbedingt wissen möchte, und das habt ihr dem Titel wahrscheinlich schon entnommen, was kann denn jetzt nun so ein Billigzelt? Weil wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich bisher entweder nur gebrauchte Militärzelte billig erstanden. Die sind dann billig, weil sie halt eben gebraucht und uralt sind. Die sind dann, abgesehen davon, dass sie sauschwer sind und cool sind, meistens durchaus sehr, 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 sehr brauchbar. Ja, aber eine Trekkingtour in Skandinavien möchte ich damit nicht machen. Nein, bitte nicht. Aber sonst sind die ganz cool. Ja? Cool sowieso. Ist ja oft mit Militärausrüstung so, die will man haben, weil sie halt cool ist, weil sie einen in meinem Fall an die gute alte Zeit erinnert, wenn man da halt auch mal rumgesprungen ist und Spaß dabei hatte beim Rumspringen, lustiger Kriegsbemalung, aber für andere Leute vielleicht andere Gründe, ich weiß es nicht. Bei mir ist es einfach Nostalgie. Es war einfach eine coole Zeit. Ich hatte wahnsinnig Spaß. Und viel gelernt habe ich auch. Charakterbildung und sowas. Man könnte meinen, wenn man die ganze Zeit nach anderen Leuten Pfeife tanzt, lernt man dabei nichts fürs Leben. Andererseits könnte man auch meinen, dass man genau dann was fürs Leben lernt. Nämlich, dass man nicht mehr andere Leute nach der Pfeife tanzen möchte zum Beispiel. Ja? Aber das am Rande nur kurz angemerkt. Zurück zum Thema. Das ist ein Billigzelt. Ich habe noch nie ein Billigzelt besessen. Ich habe mir schon oft Billigzelte angeguckt, wenn die irgendwo ausgestellt werden. Ja, da findet man ja bei Intersport zum Beispiel hin und wieder eben aufgebaute Zelte, die sehr wenig kosten und die man sich dann anguckt, wo man dann feststellt, puh, manchmal, nicht immer, manchmal, damit will ich nicht rumlaufen. Entweder, weil das Ding wiegt 4,5 Kilo, oder die Qualität überzeugt einen nicht. Ja, ich habe selten eins gesehen, das sauschwer und trotzdem kacke ist. Vielleicht ein oder zweimal. Und ich kann nicht mehr sagen, wo und was. Also diesbezüglich keine weiteren Informationen. Wirklich aber besessen und mal intensiver getestet und auch den Aufbau ausprobiert und Abbau ausprobiert und mal ein bisschen geguckt, wie ist denn das mit dem Kondenswasser und so weiter und so fort, habe ich noch nie eins, und das ist jetzt das erste Mal, dass das der Fall ist. Was ich stattdessen besessen habe, beziehungsweise drin geschlafen habe, waren eigentlich immer Mittelklasse bis hochpreisige Zelte, bester Qualität bis hin zu eben mindestens sehr, sehr guter Qualität. Zwischen bester und guter Qualität liegen 300 bis 500 €, so in etwa. Also das ist schon, da muss man sich, ganz ehrlich, ich würde niemandem empfehlen, niemandem, wenn er nicht wirklich sagt, ich will das unbedingt haben, sich ein 500 € Aufwärtszelt zu kaufen. Das braucht man nicht. Ja? Außer man sagt halt eben, ich will das unbedingt haben und es ist mir egal, dass das so teuer ist, das hat irgendwelche tollen Features, die ich persönlich für mich, zu meinem Wohlerfinden, für meine Glückseligkeit halt eben entsprechend haben möchte. Ja, aber rein objektiv betrachtet ist jeder doof, inklusive mir, der so viel Geld für ein Zelt ausgibt. Weil die Mittelklasse-Dinger um 300 €, die sind schon so gut, die machen alles, was die teuren auch machen. Und bei einer Verdopplung des Preises verbessert sich die Qualität des Produktes am Anfang sehr und später nur noch um Nuancen. Und für eine weitere Nuance besser, muss man dann halt nochmal eine Verdopplung des Preises akzeptieren. Also Beispiel, ein 30 € Zelt ist mit ziemlicher Sicherheit ziemlicher Schrott. Entweder ist es bombenschwer oder es taugt halt einfach gar nichts, und manchmal ist es auch noch nicht mal wasserdicht, ja? Sondern eher ein Luftzelt, das einen vor der Luft beschützen soll, sofern sie sich nicht bewegt. Wenn sie sich bewegt, ist schon wieder zu viel. Ja? Dazu
eine Verdopplung des Preises zu diesem Ding, was sowas um die 65 ungefähr kostet, muss ich sagen, bringt einen enormen Qualitätsvorsprung, weil das kann man definitiv benutzen, sofern man reinpasst. Für mich ist es zu klein. Das ist so der Hauptgrund, weshalb ich es zurückschicken werde. Das ist eigentlich genau der Hauptgrund schlechthin, weil wenn ich reinpassen würde, würde ich es behalten, aber ich passe halt nun mal nicht rein. Aber an sich kann man das definitiv benutzen. Ja? Und wenn man nichts allzu Krasses vorhat und nicht allzu weit weg ist von der Zivilisation und ein kleines bisschen Zeit hat, ja, das braucht ein bisschen lange zum Aufstellen zum Beispiel, im Vergleich zum 700-Euro-Zelt, das hast du in 1 bis 2 Minuten aufgebaut, wenn du weißt, wie es geht. Das Ding, selbst wenn du weißt, wie es geht, bist du mindestens 5 bis 15, je nach persönlichem Typus und je nachdem, wie intensiv und perfekt man es aufstellen möchte, bist du bestimmt beschäftigt, wenn du weißt, wie es geht. Wenn du nicht weißt, wie es geht, kann ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die daran wirklich lange rumtüfteln, insbesondere mein junges Selbst, das noch nicht so viele Zelte gesehen hat. Inzwischen kann ich, glaube ich, jedes Zelt nach und nach dann irgendwann mal aufbauen, auch ohne Anleitung. Wie gesagt, Verdopplung des Preises, geringer Qualitätssprung, am Anfang aber noch hoch. Und wirklich, es liegen Welten zwischen so einem 30-Euro schrottigen Zelt, das man nach Verendigung des Festivalsommers anzünden kann und Spaß dabei hat, wie es brennt. Nicht, dass man das tun sollte, aber es soll Leute geben, die das schon gemacht haben und dabei auch Spaß hatten. Ich nicht, nein. Und das wollte ich eben wissen. Ja, das konnte ich bisher nicht bestätigen. Das hatte ich gehört, aber ich habe es nie ausprobiert. Und ich habe es sonst bis dato wirklich immer nur in den teuren und tollen Zelten eben entsprechend übernachtet. Und kann man denn für das Geld, für 60 Euro, wirklich schon ein brauchbares Zelt bauen? Und das ist die große Frage. Ja, was taugt so ein billiges Ding? Mal abgesehen davon, und das möchte ich auch noch mal kurz anmerken, dass wir uns ziemlich sicher sein dürfen, wenn wir jetzt die Fragen beantworten wollen, ja, ist das denn nachhaltig produziert? Ja, haben denn die Arbeiter auch faire Löhne und angenehme Arbeitsbedingungen bei der Produktion gehabt? Oder wurden da eventuell böse Chemikalien verwendet und deren Reste dann hinterher in den Fluss geleitet? Man kann so ziemlich all diese Fragen mit ziemlicher Sicherheit mit sehr gut möglich beantworten. Ja, kein Schimmer, wo das gebaut ist. Steht nicht mal Made in China drauf. Könnte auch auf dem Mond produziert worden sein, wenn es da einigermaßen billiger wäre als in China. Ne? Aber keinen Schimmer. Null Informationen zu den Herstellungsbedingungen. Und wenn du dazu keinerlei Informationen kriegst, wenn also nicht mit irgendwas Positivem geworben werden kann, dann ist wahrscheinlich anzunehmen, zumindest würde ich das so tun, ihr dürft gerne anderer Meinung sein, dass es unter den miesesten Bedingungen, die es so gibt, eben entsprechend hergestellt wurde und nur deswegen 60 Euro kostet, nicht weil die Näherin so teuer war, sondern weil die Materialien halbwegs in Ordnung sind. Das sind sie nämlich. Ja? Und da kann man sich den Preis wirklich nur noch damit erklären, dass es quasi für 1,50 Euro an Arbeitsaufwand zusammengenäht worden ist. Ja? Anders kann ich mir das nicht erklären. So. Und Kinderarbeit gibt es ja offiziell nicht, aber wer weiß. Und sowas will ich normalerweise nicht kaufen und ich möchte mit sowas auch nicht rumrennen. Ich möchte gerne ein positives, emotional positives Verhältnis zu meiner Ausrüstung haben, weshalb ich mir zum Beispiel lieber einen teuren Daunenschlafsack kaufe und 100 Euro, 150 Euro oder vielleicht auch 200 Euro dafür ausgebe, dass ich ganz genau weiß, dass der garantiert mit Daune gefüllt ist, die von so glücklich lebenden Gänsen wie halt nur irgendwie möglich kommt. Und dafür kann ich dann da drin schlafen und ja, guten Gewissens wie ein Baby eben entsprechend schlafen, weil ich mich nicht drum kümmern muss. Und das würde mir passieren. Mir persönlich, es kann auch immer auch egal sein, ja. Ich will ja niemandem da irgendwas vorschreiben, aber mir persönlich würde es wirklich auf den Keks gehen, wenn ich... Nee. Ja? Und deswegen normalerweise eben auch das nichts, was ich kaufen möchte. Ja? Und... Aber der Preisunterschied zwischen einem, wo man weiß, dass es ethisch-moralisch in Ordnung ist, Zelt und so einem Zelt, ist dann schon wieder so groß, dass ich dann wirklich gut verstehen kann, dass jemand, der mit einem Hobby anfangen möchte, mit dem draußen schlafen, draußen wandern Hobby im weiteren Sinne, dass dann da sowas wirklich verlockend ist. Ja? Gut, das Ding ist leicht. Und deswegen ist es auch das Zelt geworden und nicht irgendeins der zigtausend anderen gefühlt, die es beim großen A-Versandhändler im Internet eben entsprechend gibt
und angeblich alle ultraleicht sind. In jeder Produktbeschreibung und allein schon im Titel des jeweiligen Zeltes steht grundsätzlich immer ultraleicht. Immer. Immer. Das Ding ist aber wirklich leicht. Wie leicht genau? Das wäre jetzt die erste Info zum Produkt. Es hat hier so eine sinnlose Tasche. Ich persönlich kann diese Taschen nicht ab. Ich lasse die immer zu Hause. Immer. Keine Ahnung, wozu die gut sein sollen. Außer für das Mimöschen, das ein Problem... Entschuldigung, das ist jetzt persönliche Meinung. Für das Mimöschen, das ein Problem damit hat, ein nasses Zelt irgendwo unten in den Rucksack reinzupacken oder auf weitere wasserdicht, hoffentlich wasserdicht verpackt ist, sonst machst du nämlich auch was falsch, empfindliche Ausrüstung dann draufzulegen. Weil die ja wasserdicht verpackt ist im Rucksack, kann man da auch was Nasses drauflegen, ohne dass die wasserdicht verpackte empfindliche Ausrüstung Schaden nimmt. Das heißt, so einen Teil braucht man nicht. Weil man muss seine Ausrüstung sowieso wasserdicht verpacken, wenn sie empfindlich ist. Und da ist es vollkommen egal, ob du eine wasserdichte Hülle für dein Zelt hast oder nicht. Das heißt, dieses Ding ist vollkommen nutzlos. So. Meiner Meinung nach. Aber bei so vielen Outdoor-Produkten ist so eine bekloppte, bescheuerte Hülle dabei, die kein Mensch braucht. So für diejenigen, die es interessiert. Diese Hülle hat völlig behämmerte Tragegriffe. Ne? Hier wie eine Miniatursporttasche, als würde man das Zelt so durch die Gegend tragen. Das ist doch völlig bekloppt bei der Größe. Wozu braucht man das? Das klemmt man sich unter den Arm, packt es in den Rucksack oder sonst wie. Man braucht doch nicht solche Tragegriffe. Da kann ich mich wirklich drüber aufregen, tue ich auch. Ja, das nächste ist, das ist dann halbwegs sinnvoll. Diese Schlaufen hier, die sind nur so hin und wieder vernäht. Das heißt, man kann hier theoretisch irgendeinen Gurt durchstecken oder sonst wie und könnte sich das dann damit an einem Rucksack festmachen. Moment, Beispiel. Zum Beispiel hier könnte man jetzt theoretisch eben so eine Schnalle hier durchziehen und zumachen und dann hängt einem das Ding halt am Rucksack. Ja, also dann in schön. Hä, für wen das interessant ist. Ich habe mein Zeug am liebsten im Rucksack und wenn nicht, wenn es draußen dran baumelt, dann brauche ich einen Rucksack, beziehungsweise ist der Rucksack zu klein. Oder ich habe zu viel Scheiß dabei. Zum Beispiel diese Tasche. Ah. So, das nächste ist, also Gewichtspunkt, ich habe keine Ahnung, was die Tasche wiegt, ich habe sie nicht gewogen, schätzungsweise 30 bis 40 Gramm ungefähr. So. Dann kommen die Heringe in so einem billigsten Beutel. Daran merkt man zum Beispiel Tatsache Nummer 1, dass das ein billiges Zelt ist. Ich kann einen besseren Beutel nähen. Ja? Man hat sich nicht die Mühe gemacht, hier die Naht im Inneren zu verstecken. Das ist nämlich relativ einfach. Man hat sich auch nicht die Mühe gemacht, diese Naht hier im Inneren zu verstecken. Auch das ist relativ einfach. Man hat es hier einfach billig umgenäht. Also der Beutel ist echt billig. Der hat nicht mal einen Zorgurt, sondern hier nur eine Strippe dran, mit der man selber jedes Mal knoten muss, wenn man den Beutel zumachen möchte. Das kostet Zeit, das kostet Nerven. Der geht auch nicht schön schnell auf. Ja, also so ein Zipgurt ist da viel, viel, viel besser und ja, also das ist schon die billigste Form von Beutel, die es so gibt. Der ist aus dem gleichen Stoff wie das Zelt, also die entsprechenden Näher, die dieses Zelt da bauen, haben wahrscheinlich nur eine Sorte Stoff plus Bodenstoff plus Mückennetz und das war's. Hier drin sind jetzt Heringe und jetzt kommt der springende Punkt zum Thema Gewicht von dem Zelt. Das sind ein ganzer Berg Heringe, ja, das sind wirklich, wirklich viele. So viele kann man da gar nicht anbringen. Das heißt, du kannst locker mal 4 oder 5 verlieren und hast immer noch genug. Die also alle mitzuschleppen, ist bescheuert. So, warum sie so viele schicken? Service, keine Ahnung, oder einfach, weil die nichts kosten. Weil diese sogenannten Heringe sind einfach nur eine Stange Stahl, die oben umgebogen ist, ist nicht mal spitz unten. Ja? Also wirklich der billigste Hering, der vorstellbar ist. Taugen die was? Naja, wenn man einen Boden hat, der sehr gut bindet, dann reicht's. Wiegen, dafür, dass die quasi aus nichts bestehen, trotzdem 12,5 Gramm pro Teil. Und da das jetzt extrem viele sind, wiegen die ganzen Heringe zusammen ca. 250 Gramm. Nimmt man davon nur die Hälfte mit oder sagt man, lässt die, nur mal angenommen, wir sagen, wir lassen die Heringe komplett daheim oder nehmen ein paar wirklich, wirklich, wirklich leichte, dann sparen wir zum Gesamtgewicht von dem Set, das, wenn es jetzt noch in der Tasche drin gewesen wäre, 1,28 Kilo wiegt, zumindest nach meiner Waage. Nein, lass es noch ein bisschen schwerer sein. Aber da kann man jedenfalls dann mal abziehen, wenn man die Heringe fast alle daheim lässt und irgendein leichtes Hering-Setup mitnimmt, das meinetwegen 50 Gramm wiegt, hat man gleich mal 200 Gramm gespart. Ungefähr. Und dann ist das Zelt auf einmal fast unter einem Kilo. Das geht also sehr schnell, dass man das Ding wirklich leicht bekommt. So, das nächste Ding ist dieser Beutel. Der enthält auch wieder mit dieser bescheuerten Verschlusstechnik hier. Also das ist halt billig vom Billigsten. Ne? Ob es so teuer gewesen wäre, da einen Beutel mit einem Zipverschluss zu machen, weiß ich nicht. Aber scheinbar muss man ja, aber irgendwo muss man sparen. Und dann ganz ehrlich, dann lieber an diesen blöden Beuteln sparen, als am Zelt selber. Also so gesehen möchte ich mich darüber gar nicht beschweren. Ich sage nur, es ist billig. So, die Stangen.
Die sind erstaunlicherweise nicht billig. Die wirken ganz hervorragend, ehrlich gesagt. Kurze Zeltstange für den Fußbereich. Das hier, die spitze Seite hier ist unten. Es gibt unten so eine Lasche zum Einfügen. Das hier ist oben. Das wird einfach unter das Zeltdach gesteckt und ja, läuft auch ganz leicht spitz zu, dürfte aber keinen größeren Schaden anrichten. Hat es zumindest bisher nicht. Und die hier, auch sehr schnell aufgebaut, ist fürs obere Ende, um halt eben eine gewisse Höhe des Zeltes zu erreichen. Sonst gleiches System. Die sind, wirken wirklich erstaunlich hochwertig. Sollen aus Durosal-Aluminium oder sowas, Duraluminium oder wie es auch immer das genannt haben, sein. Wenn das das ist, was ich denke, dass es ist, ich weiß nicht, ob der Begriff überhaupt korrekt ist von denen, was sie da hingeschrieben haben, dann ist das eine Aluminium-Stahl-Legierung, also Aluminium mit einem Stahlkern vielleicht, um dem Ganzen noch zusätzliche Stabilität zu geben. Die Stangen sind super. An den Stangen ist nichts auszusetzen und beide zusammen wiegen noch nicht mal ganz 100 Gramm. Man kann jetzt die Stangen theoretisch durch Trekkingstöcke ersetzen, dann hätte man noch mal fast 100 Gramm gespart. Ich hatte zuerst überlegt, oh, könnte man machen, aber ganz ehrlich, 100 Gramm für diese super reinpassenden Stangen, das funktioniert schon wirklich gut, das wäre es mir echt wert. Das wäre es mir wirklich wert und dann benutze ich die Trekkingstöcke lieber außen, um damit verschiedenes anderes zu tun. Da hätte man viel mehr Möglichkeiten, die Trekkingstöcke sinnvoller zu nutzen, als eben diese 100 Gramm zu sparen. Also wenn wir jetzt die ganzen blöden Packbeutel weglassen. Wenn wir die Stangen theoretisch wirklich durch Trekkingstöcke ersetzen, wenn wir die Heringe jetzt einfach mal komplett streichen, dann wiegt das Ding da hinter mir, so wie es da jetzt liegt. Achso, und ohne Schnüre, die wiegen nochmal 24 Gramm. 850 Gramm. Ja. Also mit den Schnüren dann 875. Sowas um den Dreh. Und das ist für ein Zelt dieser Preiskategorie das leichteste, was ich jemals irgendwo gesehen habe, das man in Deutschland kaufen kann. Die Amis haben teilweise noch leichteres. Zumindest Gerüchte halber. Weiß ich nicht genau. Aber das ist wirklich, wirklich, wirklich leicht. Und da könnte man, wenn man jetzt wollte, wem das wichtig ist, tatsächlich sagen, das ist ein Ultraleichtzelt für 60 Euro. So viel zum Thema Ultraleichtausrüstung muss teuer sein. Man muss mit dem Ding klarkommen und man hat mit dem Ding gewisse Abstriche, aber leicht ist es. Leicht ist es wirklich. Was ich im Übrigen im Rahmen des Gewichtes nicht verstehe, im Internet gibt es Spekulationen, dass das Ding, was das Ding so wiegen soll. Ja? Da ist dabei zwischen 1,4 Kilo, wie das geht, weiß ich nicht, das muss ein anderes Zelt sein, bis hin zu eben 1,1 Kilo, die Folie allein. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Die ist bei mir, sage und schreibe, 250 Gramm leichter. Vielleicht stimmt's. Vielleicht gibt es so riesige Unterschiede in der Verarbeitung von dem Teil, weil, wie gesagt, die muss das Billige sein. Das Material ist nämlich gar nicht so billig. Dass das wirklich solche Unterschiede gibt in der Fertigung. Und ich habe eine relativ leichte Ausführung erwischt. Vielleicht gibt es auch noch leichtere Ausführungen, ich kann es nicht sagen. Ich wollte nur mal sagen, es ist durchaus Gegenstand der Diskussion im Internet, wie viel dieses Ding jetzt eben nun mal wiegt. So, das war noch der Exkurs zum Gewicht. Und ich habe wirklich kein leichteres, billiges Zelt gefunden und deswegen eben dieses genommen. Es hat, wenn das interessiert, 3,5 Sternchen auf der Seite mit dem großen A, wo man Dinge kaufen kann. 3 Sternchen würde es von mir auch bekommen. Ja? Einen Abzug wegen total mieser Informationen zum Produkt und eben nicht der fehlenden Möglichkeit rauszufinden, ob man da nun reinpasst oder nicht, bei Körpergröße XY. 2. Sternchen würde ich abziehen, weil die Qualität halt eben einfach nun mal eben nicht besonders super doll ist. Ja? Und das ist kein 5-Sterne-Produkt. Ja? Auch nicht zu dem Preis. Man könnte vielleicht 4 geben, weil es für den Preis erstaunlich gut ist, mit den entsprechenden Abstrichen, die man eben bei dem Preis machen muss. Aber für 5 Sterne, das geht nicht. Das geht bei diesem Level einfach nicht. Bei diesem Level von Billigkeit, sage ich jetzt mal. So, jetzt geht's erstmal ans Aufbauen. Das machen wir jetzt. So, Maßnahme Nummer 1. Übrigens im Auslieferungszustand sind da noch keine Schnüre dran angebracht. Die muss man also alle selber dran knoten. Das habe ich jetzt auch nur notdürftig gemacht. Wenn ich behalten wollte, hätte ich es nochmal besser gemacht. Aber wie gesagt, ich behalte es nicht, denn ist mir zu klein. So, folgendes. Ich zeige euch die Laschen gleich noch im Detail. Zum Aufbauen erstmal oben
im Stirnstück einen von diesen großartigen Heringen reinsetzen. Dann auf der anderen Seite gegenüber einen von den großartigen Heringen reinsetzen und das Ganze gleich straff ziehen. Da habe ich immer Angst, dass mir hier die Laschen abreißen, aber die sind schon stabiler, als sie aussehen. Sie sehen im ersten Moment nämlich gar nicht stabil aus. Gut, jetzt soll man nach Herstellerangabe auf der Oberseite, das hier ist die Oberseite, ja, das ist die Oberseite, bereits die zweite Lasche entsprechend abspannen. Zack, ist passiert. So, und jetzt kommen die Stangen rein. Dazu muss man die Türe aufmachen, oder muss man nicht, aber geht, glaube ich, am einfachsten. Der Reißverschluss geht erstmal gut, solange da keine Spannung drauf ist. Das Problem ist, später, wenn es steht, ist ja Spannung drauf. Und dann ist der Reißverschluss, naja, sag mal, suboptimal. Ja, suboptimal bis schwergängig, bis rakelig, hakelig und nicht so lustig. Ne? So, jetzt findet man hier innen drin eine Tasche. Da ist so ein bisschen verstärktes Material. Das habe ich bei anderen Zelten, die mit so einem stehenden Stab aufgestellt werden, schon deutlich besser gesehen. Aber das ist in Ordnung. So, und dann kann man es auch schon hinstellen, wie ihr seht. Und zack, im Inneren befindet sich hier auch noch so ein Ding mit Öse. Und in das Ding mit Öse führt man jetzt die Stange ein. So. Und dann würde das jetzt stehen, wenn es nicht gleich umfallen würde. Ne? Weil das müssen wir jetzt unten das genau gleiche Spielchen machen. Okay, Stangen sind drin. Und jetzt muss man das Ding natürlich in die Richtung, damit es nicht umkippt, ein wenig abspannen. Und zu diesem Zweck muss man quasi die Tür einfach abspannen. Ja? Weshalb eben dann auch nachher das Spannungsproblem mit dem Reißverschluss besteht. Aber funktionieren tut es erstmal. So, Tür hier abgespannt. Tür da abgespannt. Vorläufig. Okay, jetzt machen wir kurz mobile Kamera. Folgendes. Von vorne sieht das Ganze jetzt schon mal so halbwegs okay aus. Hinten gibt es eine Besonderheit. Zack. Und zwar ist hier offen. Und das ist durchaus beabsichtigt, denn da gibt es einen Reißverschluss. So, und hier kann man entweder zumachen. Und das ist so eine Sache, wo ich wirklich überrascht war und sagen muss, wenn ich mich hinhocken möchte, kurz das Arschkissen, so. Da muss ich wirklich sagen, bin ich positiv überrascht, weil das, hier ist ein Lüfter. Ja? Den kann man auch noch abspannen und so weiter und so fort, das machen wir auch gleich. Das sieht dann ungefähr so aus und hier ist ein Lüfter und da kann also eben entsprechend die Luft rein und dann durchs Zelt so halbwegs zirkulieren. Der ist ein bisschen klein und der reicht bei einem Ein-Personen-Zelt sowieso nicht zur Belüftung. Ja, auf der anderen Seite ist auch noch mal einer. Das ist gar nicht verkehrt, das ist auch bei teuren Zelten nicht besser gelöst, das ist in Ordnung. Nur die Tatsache, dass man hier jetzt noch mal einen extra Reißverschluss hat und da noch mal separat aufmachen kann und dann wirklich einen tollen Luftzug bekommt da drin, das ist erstaunlich genial. Also die Konstruktion, muss ich sagen, also der Aufbau des Zelts, die Architektur sozusagen, wenn man das dann so nennen möchte, die finde ich wirklich erstaunlich gelungen und hätte ich bei dem Preis echt nicht erwartet, dass da irgendein Zeltingenieur, nenne ich ihn jetzt einfach mal, wirklich sein Handwerk verstanden hat und echt eine tolle Idee für das Design vom Zelt hatte. Ja? Das ist da wirklich, da gibt es nichts zu motzen aus meiner Sicht. Das kann man auf jeden Fall so machen. Hier zumindest jetzt an dieser Ecke nicht. An einer anderen Ecke wäre noch ein bisschen was anzumerken. Gut, ich spanne jetzt einfach mal alles ab und dann gehen wir mal drum rum. Aber das müsst ihr jetzt euch jetzt nicht alles angucken.
Okay, ich entschuldige mich schon mal für die Wackelkamera. Wir fangen unten an. So, ich habe hier jetzt dieses kleine Türchen schon aufgemacht. Theoretisch kann man das, wie gesagt, auch zumachen. Flupp. Dann sieht das Ganze so aus. Und schönisch anders. Das Dumme ist, der einzige, mit dem man nachspannen könnte, ist der einzige Abspannpunkt dieser hier. Das geht aber leider nicht, weil da ist schon gespannt, wie geht, weil da direkt der Zeltboden, ne, könnt ihr hier sehen, das ist der Zeltboden, das schwärzliche, direkt drunter sitzt. Jetzt könnte man meinen, man kann mit diesem Hering noch ein bisschen in die Richtung hier raus abspannen. Das geht aber auch nicht wirklich. So, dann könnte man theoretisch hier, da ist jetzt so eine kleine Stange drin, ich fahre die mal entlang. Jetzt könnte man meinen, man kann hier, wenn man das da noch weiter rauszieht, noch weiter abspannen. Aber es bleibt runzelig. Ja? Wenn man es nach vorne abspannt, bleibt es auch rumpelig. Wenn man es nach hinten abspannt, dann bleibt es rumpelig. Was fehlt, wäre noch ein Abspannpunkt hier oder noch ein zusätzlicher da oben, um hier wirklich eine halbwegs rumpelfreie, gerade Geschichte hinzukriegen. So wirkt das irgendwie, als hätte man einen Abspannpunkt vergessen. Das ist kein grobes Problem, aber das sind so kleine Details, wo man dann halt einfach merkt, was für ein Zelt man hier halt hat. Ja, also grundsätzlich nicht blöd konstruiert, insbesondere da ja der Preis passen soll. Ja. Derjenige, der das gebaut hat oder sich überlegt hat, wie das aussehen soll, dem Plan war wohl, dass er das auch entsprechend billig verkaufen kann. Ne? Also das ist zum Beispiel so eine Sache, wo man es merkt. So, jetzt ist hier so ein kleines Dach. Das ist dafür da, damit, das sehen wir dann von innen, ups, Entschuldigung, dieses kleine Fensterchen hier, es da halt eben nicht reinregnet. Man kann dieses Dächlein auch aufkrempeln, aber dann fehlt einem die Spannung, die wir bekommen, indem wir es hier abgespannt haben. Ja? Das ist also schon Spannung, die wichtig ist. Will man das zulassen, weil es zum Beispiel besonders stark regnet, dann ist das aber auch nicht dramatisch, weil das kann man dann schon auch tun, indem man Abspannpunkt da und Abspannpunkt dort entsprechend verwendet. Ja, also das geht dann schon. So, und dann habe ich es hier nochmal abgespannt. Haben wir jetzt gesehen. Vorne, das ist die Front, haben wir wieder so eine kleine Stange hier drin sitzen. Zur Seite abgespannt, dann geht hier eine Naht. Die ist da wohl absichtlich, damit man das dann hier schön straff kriegt, damit diese Naht da so ein bisschen rauskommt, damit man dann theoretisch mehr Kopffreiheit im Inneren hat. Aber diese Wand hier, die kriege ich auch nicht straffer gespannt als so, wie sie jetzt ist. Weil wenn man alles zu straff spannt, dann kriegt man, wie gesagt, wieder Probleme mit dem Reißverschluss. Gut, Lüftung ist hier dieser kleine Lüfter. Der hat hier so ein Plastik drin, das ihn offen hält. Er hat hier drunter noch einen Klettverschluss, dass man ihn theoretisch zukletten kann. Ja, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Also wozu das gut ist, warum dieser Klettverschluss da ist, ich halte den für nutzlos und da sieht man, da drin ist der Lüfter, der ist mit Moskitonetz zu, sodass halt also theoretisch keine Mücken ins Innere kommen. Ich hatte auch noch keine drin gesehen. Die Zeit, die ich bisher drin verbracht habe, allzu viel war es nicht. Ich gebe es übrigens zu. Ja, aber manchmal muss man auch etwas nicht super lange testen, um einen ersten Eindruck zu bekommen. So, jetzt theoretisch, und das ist auch wieder toll, kann man jetzt mit dem Stock das hier unglaublich weit abspannen und hat dann da unten drunter ewig viel Platz für Aktivitäten vorm Zelt. Ja? Also für im Gerümpel rumrümpeln, für Kochen, für was weiß ich was alles. Da, das ist also schon eine schöne Funktion. Insbesondere da wirklich der Lappen hier, der Eingangslappen, echt nur mit diesem Hering befestigt ist. Weil da hinten haben wir auch wieder den Reißverschluss und können auch wieder aufmachen. Und so können wir insbesondere, wenn wir den Hering dann rausnehmen, was nicht so richtig funktioniert, hier jede Menge Luft reinlassen. Zum Beispiel da oben seht ihr die beiden Abspanndinger. Die kann man entweder benutzen, um das Zelt an einem Baum abzuspannen, wenn man unter einem Baum schläft. Das ist sicherlich sehr, sehr cool. Und das finde ich auch sehr raffiniert, muss ich sagen. Das ist wieder so ein Detail, wo ich echt überrascht bin, das mir richtig gut gefällt. So, und jetzt mit einer Hand. Oder eben, man wickelt sich hier halt eben den Eingang entsprechend hoch. Jetzt seht ihr es auch.
Multitasking. Dann kommt hier unten drunter so ein schwarzes Objekt zum Vorschein, das da. Und das zieht man jetzt hier durch die Schlaufe. Mit zwei Händen ist das einfacher. Zack. Und jetzt bleibt das auch offen. Das gleiche kann man da auch nochmal machen, lasse ich jetzt aber sein. So. Und schauen uns mal das Innere an. Also, hier haben wir auf jeden Fall mal eine Ecke, die immer zumindest ein bisschen regengeschützt ist, weil die bleibt so. Was man in dieser Ecke ebenfalls bewundern kann, ist hier oben eben die Art und Weise, wie die Stange im Zelt verschwindet. Ich versuche das mal zu zeigen. Hier kann man hoffentlich halbwegs sehen, da ist so ein kleines Täschlein, wo die eingeführt wird. Aus irgendwelchen Gründen sind hier noch so Bänderchen, mit denen man theoretisch jetzt die Stange festbinden könnte. Oder was auch immer tun, das weiß ich nicht. Vielleicht ist diese Strippe auch dafür gedacht, um das Ding dann nochmal oben festzumachen, weil es hat ja oben auch nochmal eine Abspannmöglichkeit. Aber keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Also irgendeine Funktion wird es haben, steht halt nirgends. So, es gibt natürlich noch ein Mückennetz. Das Mückennetz habe ich jetzt am gleichen schwarzen etwas festgemacht wie das Außenzelt. Deswegen kann ich das Mückennetz jetzt gerade nicht zumachen, weil das Außenzelt noch oben ist. Das ist das Problem, wenn man beides oben hat. Das kann dann ein bisschen problematisch sein. Eine Lösung mit zwei solchen Plane-Obenhalter-Geräten, keine Ahnung, wie man jetzt dieses Nopselchen da nennen möchte, wäre da schon einfacher gewesen. Dann hätte man etwas mehr Flexibilität. Des Weiteren, das hier ist eben jetzt das Innenzelt. Es hat hier im Türbereich schon einen gewissen Absatz. Ja? Also hier Hand. Das ist nicht verkehrt, dann kriegt man nicht ganz so schnell Dreck ins Innere. Trotzdem ist das Ganze relativ flexibel. Man kann sich also auch flach draufsetzen und dann einfach auf der Plane hocken und die Beine im Schneidersitz verschränken und dann liegen sie hier drauf und man hockt das einfach platt, ohne dass da jetzt gleich das ganze Zelt eingerissen wird. Das geht bis hinten. Das ist in Ordnung. Was aber bei dieser Gelegenheit auch auffällt, was ich noch nie gesehen habe bei meinen qualitativ hochwertigeren Zelten bzw. denen, in denen ich schon geschlafen habe, es gibt keine Bodenwanne. Ja, dieses Gewebe hier, der hochgezogene Boden in Anführungszeichen, ist normales Zeltgewebe, kein Bodengewebe. Üblicherweise gibt es eine Bodenwanne, da das Bodengewebe dann nochmal hochgezogen ist bis mindestens hier. Eine Bodenwanne ist dafür da, dass sollte man irgendwie Wasser, hohen Wasserstand haben, dass das Wasser auf dem Boden dahin fließt, wenn es zum Beispiel extrem stark geregnet hat die Nacht und man ist an einem leichten Hang, so wie hier, das ist ein leichter Hang, und das Wasser kommt den Hang runter, dann würde es einem ja um den Zeltboden drumherum bzw. unten drunter fließen und an den Seiten halt ein wenig hoch. Und da ist es dann gut, wenn der Boden hochgezogen ist, weil man dann doch mit einem gewissen Druck dann im Wasser liegt. Und so einem Druck hält der Boden besser stand als der normale Zeltstoff. Und ja, andererseits spart es ein bisschen Gewicht. Und das wollte man hier ja. Deswegen will ich nicht sagen, dass das ein Nachteil ist, auch da drüben Zeltboden nicht hochgezogen, ne? Keine richtige Bodenwanne. Als Nachteil kann man es nicht wirklich bezeichnen, es fällt einem halt einfach auf. Gut, Stange habe ich vergessen, die kommt hier rein, man kann sie auch ins andere Loch machen. Das ist der Fußbereich, da ist nochmal der Lüfter im Fußbereich, der, wenn alles zu ist, auch schon ein bisschen lüftet, aber ja. So, und jetzt nochmal zum Lüfter im Kopfbereich. Meiner Meinung nach dürfte der noch ein Ticken größer sein, aber das ist okay. Das ist nicht toll, das ist aber okay. Da zieht schon ein gewisses Maß an Luft durch. Gerade wenn man drin liegt und die Hand davor hält, dann kann man das richtig merken, wie es durchzieht. Cool ist, also wirklich gut gelöst, Lüfter am Kopfende, Lüfter am Fußende, baut man jetzt das Zelt in Richtung Windrichtung auf. Also dass der Wind wirklich so geht, wie die Lüfter angebracht sind, dann hat man wirklich eine gewisse Luftzirkulation im Zelt. Das weht einem dann da ein bisschen durch und das reduziert Kondenswasser dann doch deutlich. Ne? An dieser Stelle wird man gemerkt haben, das hier ist ein Einwandzelt. Das heißt, es gibt lediglich zwischen außen und innen jeweils nur eine Wand.
Das bedeutet, wenn wir jetzt da drin sitzen, liegen und kondensieren, also Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf abgeben, sei es durch Schwitzen, sei es durch Sprechen, sei es durch Atmen, dann steigt die hoch zur Decke. Und weil es innen im Zelt nun mal wärmer ist als außen, wird das Wasser am Zelt, an der Zeltdecke dann irgendwann kondensieren und dann wird die Zeltdecke irgendwann nass sein. So, da es nichts gibt, was uns zwischen uns und Zeltdecke sich befindet, wird man bei jeder Bewegung, je nachdem wie groß man ist, entsprechend an die Zeltdecke stoßen und die Zeltdecke ist nass und das heißt, man wird dann auch nass, beziehungsweise der Schlafsack. Das ist so ein bisschen ein Problem von Einwandzelten. Das ist generell ein Problem von Einwandzelten, dafür gibt es auch noch keine perfekte Lösung. Aber blöd, besonders blöd bei Einwandzelten ist, hat man jetzt viel Kondenswasser, dann läuft das ja irgendwann auch die Zeltwand runter, beziehungsweise die schräge Decke runter. Und dann kommt es irgendwann an diesem Mückennetz an und bei diesem Mückennetz tropft es dann vielleicht sogar nach außen, beziehungsweise wird durchs Mückennetz nach außen geleitet, vielleicht, aber tendenziell eher weniger. Tendenziell läuft es auch weiter runter, läuft dann das letzte Stückchen Wand runter und landet unten auf dem Boden und da haben wir dann irgendwann unter unserer Isomatte, wenn es dumm läuft, eine Pfütze von dem ganzen runterlaufenden Wasser. Oder es tropft uns halt eben entsprechend auf den Schlafsack. Aber das ist ein generelles bauartbedingtes Problem von Einwandzelten. Es ist auch ein generelles Problem von jedem Zelt. Man hat hier sehr viel Belüftung. Ja? Die einzige Möglichkeit, das Problem zu lösen, besteht in Belüftung, Belüftung, Belüftung. Und dieses große Seitenfenster hier für zusätzliche Belüftung ist daher eine ganz ziemlich geniale Idee, muss ich sagen. Das halte ich wirklich für sehr, sehr sinnvoll. Oft habe ich, also dieser Zeltaufbau hier mit dieser Liegefläche mit oben Lüfter, unten Lüfter, das ist ein Klassiker. Das gibt es schon ewig. Ja? Dieses Fensterchen da auf der Seite, das ist relativ neu. So, jetzt lege ich mich mal rein und dann können wir von innen noch ein paar Details angucken. So, erstens, Versprechen der Werbung. Und da kommt jetzt halt das wieder ins Spiel, dass bei diesen Billigsachen die Werbung teilweise so grauenvoll beschissen daneben ist, dass so furchtbar übertrieben, dass es echt wehtut. Angeblich hat man hier einen langen Schlafraum, ja, und eine angenehme Sitzhöhe. Also, ihr müsst wissen, wie man ein Bäuchchen sehen kann, hocke ich hier alles andere als gerade. Es tut nicht gut. Ich kriege in kürzester Zeit Rückenweh, wenn ich jetzt weiter so hocke. Ich bin nicht mal ansatzweise aufgerichtet. Ich versuche, meinen Kopf an den höchsten Punkt des Zeltes zu packen, aber da ist auch gar kein Platz, wo man den Kopf irgendwie oben hinkriegen würde. Außerdem, ich liege mit dem Rücken auf der Zeltbahn auf. Ja? Also ich habe bei meiner Dimension nicht mal im Ansatz eine Chance, in diesem Ding auch nur im Ansatz angenehm zu sitzen. Und da ist es vollkommen wurscht, ob jetzt das hier offen ist oder nach hinten weggespannt, also in diese Richtung quasi weggespannt ist. Wenn es zu ist, ist es nur noch schlimmer. Ja? Also angenehme Sitzhöhe ist völliger Blödsinn und man muss schon ein Zwergenmensch sein, dass man hier wirklich so richtig angenehm drin hocken kann. Also für mich ist das ein Kauern sondergleichen. Ich fange jetzt langsam wirklich an, Schmerzen im Rücken zu kriegen und hocke nur so lange, wie ich jetzt gerade eben gesprochen habe, plus vielleicht 20 Sekunden. So, dann sollen wir hier drin eine wunderbare Liegelänge haben. Also folgendes, ich stoße mit dem Kopf hinten an. Ja? Mein Kopf befindet sich an der Zeltplane und das kann ich auch fast nicht vermeiden. Und ich versuche wirklich hier ins letzte Eckchen zu kriechen. So, wenn ich jetzt mit dem Kopf im allerletzten Eck liege, dann habe ich so ungefähr das Gefühl, dass ich theoretisch in dieses Zelt reinpasse, so der Länge nach. Ja? So, und das ist jetzt auch übrigens nicht besonders angenehm für die Wirbelsäule und ich habe überhaupt keine Isomatte drin. Gucken wir mal in die andere Richtung und so, wirklich in das letzte Eck vom Zelt gequetscht, schaffe ich es noch halbwegs, die Zehen bewegen zu können, ohne an die Wand anzustoßen, ja? Aber jetzt mal angenommen, ich möchte nicht mit dem Kopf im allerletzten Eck liegen und mit den Zehen auch nicht im allerletzten Eck wackeln, sondern ich möchte gerne zumindest so halbwegs hier in der Mitte liegen, ja? Das ist jetzt halbwegs in der Mitte. Dann, angenommen, ich möchte mit dem Kopf vielleicht nicht unbedingt an die Zeltwand stoßen,
dann muss ich mindestens ohne Hut, nein, das reicht immer noch nicht. Ich würde immer noch mit dem Kopf dran stoßen. Aber tun wir jetzt mal so, als würde es reichen. Dann ist die Situation im Fußbereich folgendermaßen. So. Und da habe ich jetzt keine Chance mehr, mit den Zehen zu wackeln. Also ich habe kompletten Kontakt mit dem Ende vom Zelt. So. Ich bin 1,89 Meter, ja, das glaubt man mir immer nicht, das ist aber so. Man wirkt, ich arbeite viel mit dem Weitwinkelobjektiv, das verzerrt die Perspektiven ein bisschen, deswegen wirke ich da manchmal kürzer, als ich entsprechend bin. Die Zeltwand wird nass irgendwann, Kondenswasser bedingt, ja. Also das ist jetzt hier, da ist jetzt das obere Fensterchen, ich habe mich jetzt ins hinterste Eck quasi gekauert und filme zur Tür raus. Und wenn die Zeltwand nass wird, ist das oberste Gebot in einem Einwandzelt, dass man irgendwie da so drin liegen muss, dass man keinen Kontakt zur Zeltwand bekommt, sonst hat man nämlich irgendwann wirklich einen nassen Schlafsack. Und je nachdem, welche Menge von Kondenswasser da auftritt, will man das so nicht haben. Nasser Schlafsack kann man eine Nacht mal ganz gut ertragen, bei der zweiten Nacht wird es ein Problem, bei der dritten Nacht ist die Tour im Grunde vorbei, weil auch wenn es ein Kunstfaserschlafsack ist, wenn der jede Nacht wieder nass wird und man ihn am nächsten Morgen nicht trocknen kann, man soll auch Schlafsack auf keinen Fall nass komprimieren. Das vergessen nämlich immer alle, ja, dann trockne ich den halt in der Mittagspause oder sowas. Ja, aber vorher hast du ihn nass komprimiert. Und das ist der Tod von jedem Schlafsack. Also da kriegt man die Lebensdauer reduziert auf ein Minimum und früher oder später ist der dann kaputt. Ja, dann kann schon fast auch schon wegschmeißen. Man kann ihn nochmal waschen, man kann noch mal ein bisschen was regenerieren bei einem Kunstfaserschlafsack bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann ist Schluss. Und ein Down-Schlafsack in diesem Zelt niemals. Ja, aber gut, wenn man sich ein 60-Euro-Zelt kauft, dann hat man keinen Down-Schlafsack. Gehe ich jetzt mal davon aus. Liegebreite gerade so, ja, so gerade so, dass ich noch die Arme neben mich legen kann, theoretisch, ohne direkt an die Wand anzustoßen. Hier, da seht ihr das. Wenn ich mich irgendwie bewegen will, dann stoße ich eigentlich fast immer mit dem Arm an der Wand an. Wenn ich mich aufrechten will, keine Chance. Ja, keine Chance, ohne an der Wand anzustoßen. Da müsste ich schon versuchen, wirklich hier diesen zu machen. Was nur geht, während die Tür offen ist. Und also Kontakte mit der Innenwand sind vorprogrammiert. Ich bin schlicht und ergreifend für dieses Zelt zu groß. Dafür kann das Zelt prinzipiell nichts, aber der Witz ist, die behaupten von dieser Ecke da, ja, bis zur äußersten Ecke im Fußbereich, seien es 2,20 Meter. Das sind die Außenmaße, ja. Und die sind auf die Innenmaße eben nicht übertragbar. Und es ist wirklich die unterste Ecke. Jetzt ist das Dach ja natürlich schräg. Das bedeutet, sobald man eine gewisse Höhe hat und wenn man dann noch auf einer 7 cm dicken Isomatte liegen möchte, dann hat man von diesen, wenn es theoretisch wirklich 220 cm sind, davon hat man dann maximal noch 2 Meter. Allein schon dadurch, dass man ein Mensch ist und eine gewisse Höhe hat, reduziert sich das schon locker auf 2 Meter, vielleicht auf 1,90. Mit einer Isomatte drunter hast du dann noch 1,80, 1,70 Liegefläche. Irgendwie sowas um den Dreh. Und angeblich, und das halte ich wirklich für gelogen, auch wenn ich es nicht nachgemessen habe, das kann ich mir nicht vorstellen, die Fläche von dieser Ecke, ja, also von der weiteren inneren Ecke, bis zur unteren inneren Ecke, da hinten, das soll nochmal angeblich 1,70 Meter sein. Das wären dann 18 cm weniger, als ich selbst lang bin. Das glaube ich irgendwie einfach nicht. Ne? Und das Lustige ist jetzt weiterhin, man findet dann zu solchen billigen Artikeln teilweise sehr komische Reviews im Internet und Amazon-Kundenbewertungen und so ein Zeug. Dass die teilweise gekauft sind, wissen wir alle, hoffentlich. In diesem Fall zum Beispiel eine dabei, das Zelt für den 2-Meter-Mann. Und wieder andere, die die Frage beantworten, kann man da mit 1,80 Meter noch drin liegen? Ich würde sagen, mit über 1,70 kannst du hier schon nicht mehr drin liegen. Mit 1,80 und einem Schlafsack und einer Isomatte wird das schon wirklich, wirklich zur Herausforderung, wenn man nicht ständig an die Wände anstoßen möchte. Im Übrigen ich, wenn ich in Embryonalstellung hier drin liegen möchte, dann reicht mir die Länge auch. Ja, dann geht's. Aber ich will mich ja irgendwann mal ausstrecken. Und so gesehen ist das ein wirklich, wirklich kleines, wirklich, wirklich enges Zelt. Dafür wiegt es aber auch sehr wenig. Gut, achso, da hat es noch eine kleine Tasche. Die ist auch ganz cool. Ja, das ist ein nettes Gimmick. Braucht man nicht, aber ist lustig. Dann des Weiteren
habe ich ja gesagt, der Reißverschluss ist jetzt nicht so wirklich Bombe. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal zu. Okay, zumachen ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Das hat sich hier derartig verheddert, dass ich es unmöglich hinkriege, das Ding zuzubekommen. Ja? Also dadurch, dass halt eben beide, sowohl Innenzelt, also Moskitonetztür, als auch Außenzelttür, wenn man das dann Außenzelt nennen möchte, ist ja alles ein dasselbe Ding, sich dieses Ding teilen, verheddert sich das unglaublich schnell. Und ich habe da jetzt 5 Minuten dran rumgespielt und krieg das ums Verrecken nicht auf. Ich werde mal weitere 5 Minuten dran rumspielen und hoffen, dass ich dann irgendwann mal das Zelt zumachen kann. Also das ist... Ich nehme alles zurück, was ich eingangs gesagt habe. Das ist doch sehr scheiße gelöst. Das darf halt einfach nicht passieren. Wenn man das mal müde oder sonst irgendwie da nicht aufpasst und beides eben ans gleiche Ding einhängt, weil man eben das Außenzelt aufmacht, ohne das Innenzelt zuzumachen und so weiter. Das ist jetzt so verheddert, das darf einfach nicht. Das ist ziemlich scheiße dann doch. Gut, muss man wissen. Wenn man es weiß, passiert es nicht. Aber bah! So, geschafft. Also, jetzt können wir den Reißverschluss zumachen und man höre mal bitte. Und da ist auch Schluss. Ja? Da ist so viel Spannung drauf, dass wenn ich das Zelt richtig abspannen möchte, dann kriege ich den Reißverschluss quasi nicht zu. Das heißt, ich muss Spannung wegnehmen und man sieht übrigens auch hier das Licht durch den Reißverschluss kommen, weil der einfach unter Mordsdruck zugemacht wird. Bei guten Zelten gibt es einfach diese Möglichkeit, dass die Tür derart zum gleichzeitig ein Abspannpunkt ist. Ja, und damit so ein Druck und so ein Zug auf den Reißverschluss kommt, das gibt es bei einem richtig guten Zelt, gibt es das einfach nicht. Und, oh, hallo Herr Käfer. Wollen Sie auch auf die Kamera? Ins Bild meine ich. Oh, Herr Käfer ist unterwegs und hat wichtige Dinge zu tun. Ja, jedenfalls, Tour geht's jetzt nicht. Das ist jetzt gerade momentan gar nicht so schlimm, aber angenommen, jetzt kommt der Wind und weht mir hier unten rein und der Wind wird stärker, dann reißt das, geht das ein bisschen auf und schwuppsdiwupp habe ich jede Menge Wind, was da reinkommt und flatter, flatter und Regen. Wenn jetzt meine Schuhe da stehen, dann ist das scheiße und jetzt reißt es weiter auf. Und überhaupt, dass das Ding so einfach aufzureißen ist, das kann zwar ganz hilfreich sein, wenn man da mal schnell raus möchte, aber ja. Und da merkt man also gerade bei einem teuren Bauteil, wenn man versucht hat, einen Reißverschluss zu kaufen, die sind einfach per se teuer, wenn man die fix und fertig kauft, dann das ist einfach, das ist bescheiden. So, das nächste gucken wir uns mal, ich lege das mal kurz da ab, die Tür hier im Detail ein wenig an. Hier sehen wir ja diesen Reißverschlussstreifen. Ja, ich hoffe, das geht mit dem Licht einigermaßen. Ich kann das nicht besser machen. Der ist nicht wasserdicht, weil hier müsste die Naht, die müsste getaped sein, damit da kein Wasser durchkommt. Drüben ist jetzt wohl hier so ein Lappen, der verhindern soll, dass da Wasser eindringt. Aber dafür müsste der Lappen hier dann auch wieder getaped sein. Der ist aber nicht getaped. Das heißt, diese Nähte sind wasserdurchlässig. Und die lassen das Wasser dann durch das Schwarze vom Reißverschluss hier ins Innenzelt. Je nachdem, wie der Regen geht, ist das ein beständiges Tropfen, was dann hier quasi, da wo ich jetzt meine Hand habe, dauernd runter tropft. Und alles, was ich dann hier hinlege, da kriegt regelmäßig Tröpfchen von Wasser ab, wenn es so richtig stark regnet. So, apropos getapte Nähte, gehen wir nochmal ins Innere und gucken uns hier mal eine Naht an. Das ist jetzt gegen den Himmel schwierig. Da müsst ihr mir jetzt einfach glauben, weil ich kann es nicht, doch da kann ich es halbwegs zeigen. Die sind schon getaped. Ja, da ist also einfach ein Klebestreifen mit Abversiegelungsmaterial auf die Nähte geklebt, aber halt eben auch nur auf die Nähte, die sich hier im Innenzelt befinden oder im Innenzelt verlaufen. Da kann man es, hier kann man schön sehen, ja, da. Das ist eben da, hier gerade in dem Bereich, da sieht man so eine leichte Lichtschimmer. Also die sind schon getaped, die sollten also dicht sein. Das Tapen ist nicht immer ganz schön, das ist mitunter ein bisschen, na sagen wir mal provisorisch, mitunter ein bisschen ausgefranst, aber ich habe keine Stelle gefunden, wo es nicht so gemacht wäre, dass es theoretisch halten sollte. So, dann der Außenreißverschluss ist kein Zwei-Wege-Reißverschluss, der hier im Inneren fürs Mückennetz
Das ist schon ein Zwei-Wege-Reißverschluss, aber jetzt haben wir wieder das Problem. Wenn man das Zelt straff aufbauen möchte, dann kriegt man den Reißverschluss nicht zu. Also, ja, gut, das hatte ich jetzt so extrem noch nicht. Aber ich wollte, dass das Zelt halt wirklich auch gut steht. Es muss ja stramm stehen, damit wir auch nicht allzu viele Falten im Gewebe haben. Das Gewebe nicht allzu locker ist. Es ist jetzt schon locker genug, weil wenn dann der Wind kommt, dann haben wir die ganze Zeit wieder einen Flatter, 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 Flatter. Das mag ich gespannt, ehrlich gesagt, wirklich lieber. Und das ist auch ein Qualitätsmerkmal. Aber nochmal ein paar Takte zum Material an sich. Das ist Polyester, Polyurethan beschichtet. Das ist eine relativ günstige Variante und mal nicht das obligatorische silikonisierte Nylon, was man bei Zelten fast immer im Einsatz findet. Das hat den Vorteil, dass das, wenn es nass wird, sich nicht ausdehnt. Das ist also wirklich ein Vorteil gegenüber Silnylon. Es ist auch durchaus leicht, deswegen ist das Zelt auch entsprechend so leicht, weil ein vergleichbares Zelt, selbst im leichten Silnylon, wäre wahrscheinlich nicht so leicht hinzubekommen, wie dieses Ding jetzt hier eben entsprechend ist. Wahrscheinlich. Und dicht ist das per se schon, mit Ausnahme von eben den Nähten. Die müssen also nochmal nachgetaped sein. Das sind sie. Zu den Nähten kann man ansonsten noch allgemein sagen, die sind im Regelfall okay. Ja, also so typisch okay. Ist halt mit Nähmaschine. Könnte ich in der Form auch machen. Hier in dem Fall sogar gleich doppelt vernäht. Ist eigentlich ganz hübsch. Und manchmal findet man so kleine Fehlerchen hier zum Beispiel. Da ist jetzt das nicht ganz gerade. Also ganz ehrlich geschenkt, ja. Das wirkt auf die Funktion relativ unbeeindruckend. Was allerdings funktional gesehen eine Rolle spielt, sind diese Abspannösen. Die sind nämlich überall am kompletten Zelt. Nur diese Laschen hier. Die Laschen sind auch nochmal so ein Kritikpunkt. Kamera liegt auf meinem Bauch, deshalb wackelt sie ein wenig, den man nochmal ansprechen müsste. Weil alle Laschen sind genau das hier. Das ist jetzt nun wirklich nicht, es ist also gerade noch so, dass man sagt, ja, könnte reichen. Entschuldigung. Könnte funktionieren, aber ist halt noch längst nicht doll. Das ist normaler Zeltaußenstoff, doppelt genommen. Also quasi war das mal doppelt so breit. Dann haben sie es umgelegt, zusammengenäht. Dadurch entsteht hier so ein kleiner Schlauch sozusagen. Und diesen Schlauch hat man dann mit zweimal einer Naht, also quasi mit zwei Stichen, einmal da und einmal da, hier ans Hauptgewebe dran genäht. Das ist okay, aber das ist weit davon entfernt, wirklich so richtig super zu sein. Also, und mancher Reviewer schreibt das auch, und da besteht immer ein Risiko, dass man halt eben ein Zelt erwischt, weil eine große Ankontrolle wird man da nicht gemacht haben. Das wäre zu teuer. Heißt, das Ding wird zusammengenäht und an den Kunden geschickt, und wenn dann mal halt was scheiße ist, dann war es halt ein Montagsprodukt, ne? Und ich glaube, dass bei diesen Laschen kann es sehr schnell mal passieren, dass da Montagsproduktlaschen dabei sind und dann reißen die einem halt und dann hat man keine Lasche mehr. Ja, eine letzte Anmerkung habe ich noch. Ich habe es so weit zugemacht, wie geht. Wenn man das Ding dann halbwegs zum Stehen gebracht hat und auch den Reißverschluss zubekommt und nicht das Problem hat, dass es durch den Reißverschluss reinregnet. Und im Übrigen, wenn der Wind jetzt von hier kommt, ja, und der Wind Regen durch die Landschaft peitscht, dann regnet es den Wind auch unter diese Reißverschlussabdeckleiste und dann wird durch die ohnehin schon strapazierten Zähne des Reißverschlusses auch wieder Wasser eindringen. Also der komplette Reißverschluss ist nicht mal im geringsten wasserdicht und da wird es wirklich regelmäßig reinregnen. Also das kann ich hundertprozentig prophezeien. Ja? Aber davon abgesehen, dass die Apsis ist relativ geräumig. Also da sollte man eigentlich wirklich jeden, auch einen großen Rucksack, problemlos hingestellt bekommen. Ja, dann gehe ich jetzt hier mal raus und verliere noch drei Worte und dann haben wir es aber auch. Ist ja schon wieder viel zu lang. So, alles in allem, das Zelt ist einfach im Großen und Ganzen so im Bereich okay einzuordnen. Gut ist es jetzt nicht, aber es hat halt wirklich ein paar Elemente, die erstaunlich durchdacht sind. Dann hat man das generelle Problem der Einwandigkeit, eben um Gewicht zu sparen. Das erklärt, warum das Ding so leicht ist. Das Gewicht ist für ein Zelt, das so viel kostet, wirklich sensationell niedrig. Es ist ein Zelt, man ist da drin vor Insekten beispielsweise geschützt. Man hat seinen kleinen Innenraum, man hat seinen kleinen Rückzugsraum, man hat sein kleines Häuschen. Die Psychologie eines Zeltes ist definitiv gegeben.
Windstabilität dürfte ganz in Ordnung sein, wenn man das Ding richtig aufbaut und auch halbwegs abspannt, dann ist das okay, auch wieder okay, ne? Nicht toll. Ein gutes Zelt, das bleibt noch stehen bei einem Wind, wo der Wald hier schon längst umgeworfen werden würde, wenn es dumm läuft. Also so ein richtig gutes, sturmstabiles Zelt. Das ist für sowas bestimmt nicht notwendig. Das brauchen wir einfach nicht. Das kann es auch nicht. Aber das kann man auch nicht erwarten bei dem Preis. Und ich hoffe, man wird auch nicht entsprechendes vorhaben mit so einem Zelt, bei dem mit solchen Stürmen halt eben entsprechend zu rechnen wäre. Oder hat dann halt noch eine Hütte in der Nähe oder sonst wie. Oder geht dann halt mal eine Nacht in die Pension oder Pension, Hotel, was auch immer, Jugendherberge. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Ja. Und gerade für einen Wanderer, der ein leichtes Zelt haben möchte und da reinpasst, das ist nochmal die Voraussetzung, und nicht viel Geld hat, als Einsteigerzelt, na ganz ehrlich, das ist schon eine Überlegung wert. Ja. Nochmal halt die ethischen Probleme, die man damit hat, wenn man so ein Ding kauft, damit muss man dann zurechtkommen können. So ein bisschen der Kasus Knackus bei dem Ding. Richtig sturmstabil aufspannen wird schwierig. Ist es wasserdicht? Ja, es ist wasserdicht. Es hat angeblich eine Wassersäule von 5000 mm. Das kann man eigentlich im Grunde völlig ignorieren, dass das stimmt. Das stimmt garantiert nicht. Oder 5000 mm hat es vielleicht, wenn es vor 3 Sekunden gerade frisch imprägniert worden ist. Was weiß ich, was man da alles fälschen kann. Diese Angaben zur Wassersäule sind überhaupt immer höchst fälschungsanfällig. Alle Hersteller testen teilweise unterschiedlich und die Frage ist, testet man das neue Zelt, testet man das alte Zelt, testet man das Zelt nach 500 Tagen im Regen oder direkt bei Herstellung, und das ist immer sauschwer alles zu vergleichen. Achso, übrigens der Innenzeltboden, der sieht ziemlich genau aus wie Baumarktplane. Tada! Yep. Also ich hoffe, man konnte es sehen, es wird langsam ziemlich duster in dem Ding. Der ist quasi aus Baumarktplane. Das wiederum ist ein Qualitätsmerkmal, weil Baumarktplane ja schon relativ robust ist. Also an der Robustigkeit des Bodens habe ich ganz bestimmt nichts auszusetzen. Der dürfte auch wasserdicht genug sein. Da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Die Stangen sind, wie gesagt, sehr gut. Die Architektur des Zelts durchaus raffiniert. Lüftungsmöglichkeiten reichlich vorhanden. Wie gesagt, beim Einwandzelt ganz, ganz wichtig. Einwandzelt ist per se ein Nachteil für den Komfort, für die Sache mit dem Kondenswasser, ist per se aber natürlich der Grund, weshalb das Ding so leicht sein kann, sonst hätte es keine Chance, so leicht zu sein. Das Material an sich, also der Hauptzeltstoff, der ist schon wirklich robust und wirkt vernünftig und solide. Also könnte man kaufen, könnte man aber auch viel weniger Ärger und Stress haben, wenn man halt eben entsprechend was nimmt, was ein bisschen hochpreisiger und dann qualitativ ein bisschen hochwertiger ist, wo der Reißverschluss nicht so unter Druck steht, weil der wird früher oder später kaputt gehen. So wie ich das Ding aufbaue, dann ziemlich schnell, selbst wenn man jetzt ein bisschen vom Druck nachgibt, dann steht das Zelt aber nicht mehr stramm, und das sind dann so Kleinigkeiten, die mich etwas nerven. Inwieweit diese Abspannösen noch eine Weile halten, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich vermute mal, ewig halten sie nicht. Die Chance, dass da irgendwann eine dabei ist, die halt nicht so gut verarbeitet ist, die dann reißt, das ist halt dann immer so, ne? Also will man einen Trekking-Tour machen, ja, zum Ausprobieren, ob das was für einen ist, um sich selber ein bisschen kennenzulernen, und man weiß es noch nicht und man zweifelt noch und man will jetzt nicht viel Geld für eine teure Ausrüstung ausgeben, die man am Ende dann nicht braucht. Ja, dann wäre das echt ein Thema. Nur kann das auch den Nachteil haben, dass man dann denkt, Zelte seien generell nur so wie das da. Also da gibt es dann schon nochmal anderes. Und man muss halt reinpassen. Aber ja, alles in allem, um die Frage dann zu beantworten, was kann ein billiges Zelt? Ja, erstaunlich viel. Das ist schon... Ist ein 700-Euro-Zelt viel besser? Ja, das ist viel besser, aber... Es ist nicht so viel besser, dass das Ding komplett nutzlos wäre. Ja? Also die Unterschiede sind da, man sieht sie, sie sind im Detail, sie sind in der Verarbeitung, sie sind ein bisschen in der Konstruktion. Sie sind in diesem Fall nicht im Gewicht, weil das Ding ist wirklich, wirklich, wirklich leicht. Auch namhafte Hersteller haben keine leichteren Zelte im Angebot. Selbst Hilleberg, ja, der Zeltpapst, die machen die teuersten Zelte überhaupt, und die antarktistauglichen und bergtauglichen und so weiter. Selbst den leichtestes reguläres Zelt
glaube ich zumindest, dass das leichteste ist. Es gibt jedenfalls keins, das besonders viel leichter wäre. Ist das E-Nahan, ein Ein-Personen-Zelt, was meine Evelyn sogar besitzt. Und das hat, so dass man es noch aufbauen kann, 1,15 Kilo, glaube ich. Oder 1,2, irgendwie sowas um den Dreh. Das ist natürlich nochmal eine Ecke geräumiger, da passe ich auch noch rein. So gerade so, ja, das ist der Unterschied. Hier passe ich so gerade so überhaupt nicht rein. Ins E-Nahan passe ich so gerade so noch so rein, dass es auch noch okay ist und ich auch noch gemütlich drin liegen kann. Und ja, das sind schon Qualitätsunterschiede noch und nöcher. Aber im Endeffekt, solange man nichts Extremeres vorhat, hatte das Ding dann sogar wirklich noch den Vorteil, dass man sagen könnte, das ist halt leichter. Ja, also das muss dann jeder letztendlich selber wissen. Scheiße ist das Ding nicht. Wenn ich reinpassen würde, hätte ich es auch behalten. Das war's. Lange Rede, bisschen Sinn sicherlich auch, aber lange Rede. Ja, ich habe in letzter Zeit so die Tendenz, dass ich mich wirklich gar nicht mehr kurz fassen kann. Oder ich fasse mich dann halt so kurz, dass es dann wirklich ein kurzes Video gibt, aber... Trotzdem, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war einigermaßen in Ordnung und nächstes Mal gibt es dann was ohne Ausrüstung. Macht's gut. Danke. Tschüss.